Klipp, klapp, klipp, klapp. Brav folgte das Eselchen seinem Herrn über Hügel und steinige Pfade. Bald schon schmerzten Josefs Füße von den spitzen Steinen und die Glut der Sonne ließ Maria schläfrig werden. Wie gerne hätten sie sich in einem weichen Bett ausgeruht. Aber Bethlehem war noch fern. Viele, viele Kilometer lagen noch vor ihnen. Der Weg führte sie durch die Wüste. Hier herrschte während des Tages furchtbare Hitze und während der Nacht eisige Kälte. Maria und Josef beteten zu Gott, dass er sie beschützen möge. That marks 17 more days till Christmas, and the next part of the story will follow tomorrow. Make sure to hit that follow button so that you don't miss the next part of the story.